Hallihallo und willkommen zurück hier zum Let's Play Dark Cloud mit mir, dem Leviathan 2. So, letztes Mal waren wir in der Höhle, haben noch ein paar Sachen bekommen, die werden wir jetzt anbauen, soweit es geht, soweit wir können. Das war zum einen mal die kleine Windmühle hier, da können wir ein Rad hinmachen. Hoho! Ein Windmühlenrad, aber sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr bekommen, was wir jetzt gerade irgendwie verwenden könnten. Da müssen wir wahrscheinlich dann erst noch die Leute finden, die da hinkommen. Aber gut, können wir mal die kleine... die sollen doch nicht im Gegenwind arbeiten. Gut, passt doch. Vielleicht die hier dann noch... So, genau. Haben wir die große zu den kleinen. Das ist schön. Gut, dann brauche ich jetzt noch irgendwie was für... Nein, die Waffe gerade so nicht. Mein Held hat alle Leben, ist nur ein bisschen durchsichtig. Nein, das funktioniert. Dann gehen wir doch ins nächste. Verlies. Also in die nächste Stufe. Da sollte ja wahrscheinlich wieder irgendwas passieren. Genau, ja. Hier. Weil die hat's nichts sonst. Eine geheimnisvolle Macht ruft sie, aber hier stehen keine anderen Charaktere zur Verfügung. Oh Gott. Spiel, du weißt aber, dass du dir den Katzencharakter nicht wirklich mit dem mächtigsten der Waffen ausgerüstet hast. Deshalb gab es hier keine Atlasse. Aber Drachen hat es anscheinend schon. Ja, ich habe kein Problem mit Drachen. Es ist nur so... In den meisten Spielen wollen sie mich halt einfach umbringen. Oh, Haar. Kleiner Fischer halten. Okay. Hier ist eine Truhe. Das wollte ich gar nicht. Ich muss noch die Waffe reparieren. Wenigstens hat die Waffe genug Leben. Das Problem ist nur, dass sie dafür keinen Schaden verursacht. Das wäre noch so irgendwie der... Weißt du was, Drache? Wir reden später miteinander, falls ich jetzt, was ich brauche, von keinem anderen Gegner bekomme. Nein. Der Zauberkristall. Wie süß. Ich gehe doch einfach nach unten. Unten scheint es angenehmer zu sein, weil es dort nur 4 Gegner und 2 Truhen gibt. Sobald ich das, sobald ich da dran's. Wappen habe, lasse ich alle Gegner sofort. Ah, es kommt ein bisschen auf die Reichweite drauf an, von wo, dass ich es abknalle. Ja, aber trotzdem, der Schaden ist nicht wirklich fantastisch und gegen stärkere Gegner möchte ich gar nicht antreten. Ja, wie zum Beispiel den hier. Oh Gott. Schön, wenn man geblockt wird. Noch ein Drache. Nehmen wir jetzt erstmal hier das System. Gegengift, wie schön. Ja, die haben alle mit die Truhe zur Wand. Normales Wasser, auch gut. Ein Sprinter und einen Haufen Gegner, die wir sonst auch nicht wirklich besiegen möchten.
Ich sage jetzt, mit dem Sprinter habe ich ja eigentlich kein Problem. Aber das Problem ist halt die anderen beiden, die da noch... Nein, danke. Ich wollte eigentlich auch gar nicht drüber springen. Ich habe mir überlegt, ob ich den Sprinter von der Distanz wegballern kann, aber... Naja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, aber ich wage lieber nicht. Ich hoffe, dass ich bei einem schwächeren Monster, das alleine steht, Drans Wappen bekomme. Das sehe ich hier alt aus. Wenn meine Steinschleuder doch nur stärker wäre. Ja. Kannst auch schlagen. Und Geld, aber nicht das, was ich bräuchte. Das, was ich bräuchte, und ich muss schon wieder ein Reparaturpulver benutzen. Ja, die muss ich unbedingt. Die Steinschleuder muss ich unbedingt verbessern. Da kommt dann sicher auch das gegen fliegende Gegner rein. Gut, dann halt so. Solange er mich nicht umbringt, mache ich es auch so. Ist er. Das ist ein Drache. Beim King ein Drachen würde müsste ich mir sogar mit dem Meister Jacke, dann müsste ich mir sogar mit unserem Helden überlegen, ob ich da antreten möchte. Aber das Spiel scheint mir keine Wahl zu lassen. Es ist darauf versessen, dass ich hier die Gegner mit dem Kätzchen hier auslösche. Gott. Richtig fies spielen. Den Drachen interessiert es nicht einmal. Nein, das kann ich vergessen. Den kriege ich so nie down. Skelett wird mich wahrscheinlich blocken, sobald ich angreife. Es ist eher so nahkämpferfreundlich. Sieht aus, als hätte ich hier mit dem Katzenmädchen eine schlechte Zeit. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was ich machen müsste, ist, dass ich quasi immer wieder so lange hier in den... Oh, da kam ein Feuerball. Oh, ouch. Lass mich bitte ins Wasser gehen. Dankeschön. Ja, dass ich hier quasi so lange hin und zurück gehe. Gegenstand Fluchtpulver. Ist quasi ein kleiner Gegner. Mir die Möglichkeit gibt, ihn zu... Es mir die Möglichkeit gibt, Drans Wappen quasi so zu überlassen. Etwas anderes fällt mir jetzt nicht ein. Ist das einfach blöd? Naja, nochmal hinein. Hoffen, dass wir diesmal von der Fledermaus, von dem Geist oder von dem Sprinter das Wappen kriegen. Ich glaube, ich habe ja noch ein Reparaturpulver. Eines. Zuerst schauen, Gegenstände, Reparaturpulver, irgendwo habe ich doch sicher noch eins. Vergiss es. Ich nicht. Ich hätte gedacht, ich habe noch eins. Naja, wir machen jetzt mal so
weit wie wir kommen. Vielleicht begegnen uns ja zuerst die schwachen Monster und die zufälligerweise lassen sie gerade da ein Siegel fallen oder keine Ahnung. Lasst mich hoffen. Dann kriegen wir mit der Waffe noch down. Aber der war nicht so lieb. Gut, dann zurück. Können wir echt vom Weg her zurück, den wir gekommen sind? Oder ist das ein Ding der Unmöglichkeit? Wer weiß. Der Dungeon hier, der nervt mich gerade ein bisschen, einfach weil... Ja, da müssen wir das Verlies verlassen, Fluchtpulver verwenden, ja. Der nervt mich ein bisschen, weil Xiao quasi nicht das, die stärkste Kämpferin ist. Dass sie Fernkampf beherrscht, ist schön und gut, aber der Rest ist böse. Gut, dann gib mir Reparaturpulver. Ich nehme gleich 3 Beutel davon. Ja, kannst auch. Kasse, danke. Wieso muss ich hier ganz runter? Egal. Und Reparaturpulver. Bald wird meine Eiste hier voll. Na, wie auch immer. Gut, dann Gegenstand. Reparaturpulver auf die Steinschleuder. Dann sehen wir jetzt mal weiter. Hier kommen wir einfach schnell so. Plupp. Gut, und nochmal in den Dungeon. Diesmal haben wir sicher genug Schuss, um zuerst alle kleinen Monster und dann allenfalls die großen Monster. Ich habe vergessen, dass ich Fluchtpulver bräuchte. Bis auf das der Tod entscheidet. Eins. Nein, 3. Ich mag das jetzt schon nicht. Das ist jetzt etwas, das würde ich schlechtes Spieldesign nennen. Weil eigentlich sollte man in so einem Spiel... Was ist das? Windstein. In so einem Spiel sollte man versuchen, den Spieler damit zu bringen, verschiedene Charaktere zu spielen, indem man ihm... indem man die Charaktere gleich gut macht und sie gegen gewisse Gegner einfach besser sind als andere. Und hier werde ich sozusagen gezwungen, einen schwachen Charakter zu spielen, einfach weil das Spiel mal sagte, ja, sie darf auch mal, sonst spielst du eh nur mit ihm. Das sieht man ja, was man daraus hat. Das machen wir auch gleich, so machen wir vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Bearbeiten. Wir setzen hier den... Was setzen wir hier ein? Gegen fliegende Monster und Donner. Ich glaube, sie hat noch kein Element, also könnte Donner... Ja,
gut, aufrüsten. Hier mache ich jetzt einfach Donner rein, einfach weil Donner bei den anderen auch schön funktioniert hat, obwohl sie immer noch keinen Donner hat. Naja, wie auch immer. Immerhin ein bisschen was. Immer ein bisschen kann ja auch viel sein, wenn es ein bisschen genug ist. Ja, dort haben wir gleich noch... Ja, das oben könnte helfen. Knochenschlüssel. Ein Feld. Geld holen. Hätten wir den auch. Und wir brauchen wieder Reparaturpulver. Voller Energie und alle Leben und Durst. Anti-Durst zurück. Die Durst. Ich sag mal, wenn man keinen Durst hat, einfach keinen Durst haben. Meister Jack gegen. Ja, gegen dich habe ich eigentlich auch keine Lust. Nur, das funktioniert. Wenn ich das jetzt hier auch noch. Wenn mir sagt, dass ein Drache das Siegel hat, dann werde ich wütend. Warte mal. Ich habe keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Du machst zu viel Schaden. Sehe ich gerade, ich habe 60 Maximalleben. Und ein Schlag raubt mir 34. Wenn ich da einmal zu viel getroffen werde, dann war es das mit mir. Vorsicht ist angebracht. Komm, das hier, den hatte ich. Wieder Leben heilen. Ich hoffe, das ist jetzt nur am Anfang so, weil sie schwach ist und nicht, dass sich das ganze Spiel lange hindurchzieht. Zeigt ein schönes Gesicht, Skelett oder Meister Jacke. Ich habe ja bald nicht mal mehr Geld, meine Waffen zu reparieren. Da muss ich das Spiel auch hinterfragen, wie soll das denn aufgehen, wenn ich nachher keine Waffen mehr habe, die ich richtig benutzen kann. Wenn ich mir Waffenpulver nicht leisten kann. Und wenn ich mir kein Waffenpulver leisten kann, kann ich meine Waffen nicht einsetzen. Und wenn ich meine Waffen nicht einsetzen kann, kann ich nicht in Dungeons gegen Geld verdienen. Ist dann der Bürgermeister wieder so frei und händigt mir dann alles wieder gratis aus. Gegengift. Ja, dich nehme ich auch noch auseinander.
Videos zu den Gegnern, mit denen man das machen kann. Und du gehörst nicht zu den Gegnern, die ein Wappen liegen lassen. Kein Wappen von beiden. Nehmen wir hier die Karte. Und hier haben wir noch den Zauberkristall. Gut. Dort unten haben wir jetzt einen Gegner, eine Kiste und Knochenschlüssel hier. Eine Kiste und einen Verstärker. Gut, vielleicht ist es auch ein Schaden, das wissen wir nicht, aber werden wir es nicht probieren. Wir auch nichts gewonnen. Donner erhalten. Das ist es eigentlich. Volle Energie. Und nichts. Das heißt, das ist eines der drei Monster dort unten. Unsere Waffe, der war also unser Siegel hält. Und das Einzige, was wir jetzt machen können, dass meine Strategie funktioniert. Haben wir nicht irgendwo noch einen Donner gehabt? Ich hatte gedacht, wir hätten noch einen Donner irgendwo. Ja gut, dann halt so. Hauptsache, wir kriegen hier Gegner down. Nutzen wir halt dann so einfach unsere Wurf-Items. Ich weiß sonst echt nicht, was machen hier. Aber einer der drei Gegner dort muss es haben, und wenn die Bomben und alles vielleicht auch nur ein bisschen Wirkung zeigen, dann vielleicht. Das Item müsste in Meister Jacke sein. Ich glaube, den greif ich zuerst an. Bei dem sehe ich da die Möglichkeit, dass wir ihn besiegen können, noch eher. Bei den Drachen wird's eng. Wohl mit der Bombe. Oh, der hat noch nicht genug. Das bisschen Leben hole ich ihm jetzt auch noch mit der Steinschleuder weg. Geld. Gut, dann müssen wir den hier nehmen. Ja, okay. Das macht zu wenig Schaden. Jetzt hätte ich gern noch eine Bombe. Also wir haben hier einen Giftapfel, den können wir noch werfen. Der macht hier. Tja, was haben wir sonst noch? Nichts. Wir haben gar nichts. Kleiner Fischköder. Verbessert ihre Abwehr. Maximalen Wert der Gutdurstanzeige. Fischköder. Nee, das sind jetzt die Giftapfel und diese Klebe. Die sind unsere letzte Hoffnung. Gegen einen Drachen. Bist du vergiftet? Ja, der ist vergiftet. Gut, dann schauen wir mal. Hoffen wir, dass das Gift reicht, um ihn auszunocken. Na, vielleicht hier noch schnell. Gesagt. Es nervt manchmal ein bisschen, dass die Durstanzeige so schnell runtergeht, aber wir müssen jetzt einfach nur noch dem Drachen ausweichen. Und wenn der das Wappen nicht hat, dann haben wir quasi sozusagen wirklich die dümmste aller Möglichkeiten bekommen, nämlich der letzte Drache dort unten hat das Wappen, und das wäre wirklich doof. Stirbst du? Tada! Weil man darf nicht glücklich sein, nicht glücklich sein, nicht glücklich sein. Sonst hast du nichts. Nein, hat sie nicht. Ich
kann auch nicht mehr meine Waffe verbessern. Bearbeiten. Was ist das hier? Und andere Erweiterungen. Platz für normale Erweiterungen. Gut, dann müssen wir die hier und Steinbrecher hier und dann aufrüsten. Logisch, sonst kommen wir gar nirgends hin. Holzschleuder plus 2, gut. 1. Ich kann das so lange machen, bis die Holzschleuder zerbricht. Immer noch einen Schaden. Die Holzschleuder ist also auch ein Gegenstand, der nicht kaputt gehen kann. Zum Glück ist es nur ein Drache, denke ich mir jetzt. Bei dem mache ich so oder so nur einen Schaden. Geht jetzt halt einfach ein bisschen länger. Den Drachen scheint es nicht zu stören. Wenn er mir dafür das Wappen da lässt, dann ist das schon in Ordnung. Komm schon. Wir wissen alle, dass du es auch möchtest. Jetzt witzig, wenn er mich noch mit irgendeinem Angriff sofort killen würde. Und das sollte es bald gewesen sein, hoffe ich. Oh. Dankeschön, blöder Drache. Das war jetzt eindeutig unnötig. Aber immerhin haben wir jetzt... Ja, immerhin haben wir jetzt ein bisschen gelernt, wie wir mit der Steinschleuder umzugehen haben. Gezwungenermaßen. Das wird dafür in... Das ist ein großes Schlüsselloch, genau. Das wird dafür im nächsten Part nicht mehr nötig sein, das zu lernen. Oder Part, der einfach... Als es halt sonst nötig werden würde. Ja. Aber jetzt müssen wir auch zuerst wieder... Ja, 40 Gold müssen wir jetzt haben. Im Vorlies kurzzeitig verlassen. Das Dorf Nulun. Sonst müssen wir halt, keine Ahnung, Angelköder verkaufen oder solches Zeug. Für den haben wir ja genug. Ja, ja. Also. Obwohl, wir haben genug für sicher 2. Ich möchte trotzdem hierzu mal die What? Plus 200. Okay. Ich weiß nicht, ob die wirklich so extrem selten sind, aber gut, von mir aus. Hier, 800 Kasse. Ja. Und dann nehme ich gleich nochmal Reparaturpulver mit. Sonst noch was, eine Bombe, die hat sich als hilfreich erwiesen, aber die brauche ich jetzt gerade nicht. Nicht ewig. Ja, nein, den Rest finden wir allenfalls noch wieder. Brot haben wir noch genug, Wasser haben wir noch genug. Gegengifte haben wir. Ja, eigentlich passt's. Gut. Ja, jetzt haben wir wenigstens wieder Geld, ich habe nicht gedacht. Gut, in dem Sinne muss ich sagen, ist das Spiel wieder sehr freundlich, wenn ein einziges Stachelig so viel Geld gibt. Also ich weiß nicht, ob es viel ist, aber es reicht, um mir Reparaturpulver zu kaufen. Es wird Nachmittag. Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Hoffentlich schaltet ihr im nächsten Part auch wieder ein.
Und ja, in diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal.